Der bekannte englische Prediger Spurgeon sagte einst, Gottesfurcht ist der Tod jeder anderen Furcht. Gottesfurcht. Was bedeutet das eigentlich, Gott zu fürchten? Was ist damit gemeint mit Gottesfurcht? Es hat nichts damit zu tun mit irgendeiner Angst, einer Panik vor Gott, irgendwelchen dubiosen Befürchtungen, weil er nicht einzukalkulieren ist, weil man nicht weiß, wie er reagiert. Nein, Gottesfurcht ist einfach ein Leben im Bewusstsein, der Herr ist da. Er sieht mich, er sieht meine Schritte, er sieht mein Verhalten, er ist real, er ist da. Gottesfurcht heißt, in einer gesunden Art und Weise Respekt vor Gott zu haben. Ehrfurcht, da kommt das ja auch vor mit der Furcht. Ehrfurcht, ja, Wertschätzung Gott gegenüber. Im Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben. Das ist gottesfürchtig sein. Und Gottesfurcht ist eines der ganz, ganz großen Themen der Bibel. Wir finden das bereits, dass Israel angeordnet ist. In 5. Mose lesen wir, und nun Israel, was fordert Jahwe dein Gott von dir als nur, Jahwe dein Gott zu fürchten, auf all seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und Jahwe dein Gott zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Fürchten, dienen, in seinen Werken gehen, ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Das ist das, was eigentlich mit Gottesfurcht gemeint ist. Wir leben so, dass wir mit Gott jeden Tag leben, jede Stunde, indem wir unserem Leben vorwärts gehen. Wir leben im Bewusstsein, Gott ist jetzt gerade da. Und im Buch der Sprüche finden wir zahlreiche Aussagen, die mit dem Thema Gottesfurcht verbunden sind. Und interessante Verheißungen. Wir schauen uns das mal an. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Oder durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Gottesfurcht ist etwas, was uns davor bewahrt, Böses zu tun, in böse, ungute, falsche Verhaltensweisen reinzugehen. Es ist etwas, was wie so eine Bremse ist, die uns davor schützt, Böses zu tun. Wir fangen an, Böses, Zerstörerisches, Negatives zu hassen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Oder anders formuliert, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das ist doch grandios. Der Anfang der Erkenntnis. Weißt du, wir brauchen Weisheit in jedem Lebensbereich. Wir brauchen wirklich die Weisheit des Herrn. Wir brauchen seine Weisung, seine Inspiration, seine Initiativen. Wir müssen das in unserem Leben haben. Gottesfurcht ist das, was das freisetzt. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Eine Quelle des Lebens. Das ist doch grandios. Eine Quelle des Lebens. In Gottesfurcht ist Leben enthalten und es schützt uns vor den Fallen des Todes. Vor den Dingen, die der Feind versucht uns hineinzulocken, die tödlich sind, also auch im geistlichen Sinne für uns tödlich sind. Ja, und die Gottesfurcht bewahrt uns davor, schützt uns davor. Die Furcht des Herrn gereicht zum Leben. Und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom Bösen. Die Gottesfurcht führt zum Leben, echten, wirklichen Leben. Und das ist doch wirklich cool. Man ist gesättigt, also versorgt, man verbringt eine gute Nacht, man kann gut schlafen, man ist gesegnet. Man wird nicht heimgesucht vom Bösen. Und genau das ist das, was du willst. Dass du nicht heimgesucht wirst von negativen, bösen Dingen. Gottesfurcht ist dafür notwendig, ist dafür hilfreich. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Reichtum, Ehre und Leben ist die Folge von Gottesfurcht. Das ist wirklich eine geniale Verheißung für dich. Reichtum, Ehre und Leben. Wer will das nicht? In der Gottesfurcht ist es mit enthalten. Und so kommt das Buch der Sprüche dann zum Fazit. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Glücklich sind die Menschen,
die gottesfürchtig sind. Wie gesagt, hat nichts mit komischer Angst zu tun. Und wenn Spurgeon sagt, Gottesfurcht ist der Tod jeder anderen Furcht, dann verstehen wir das. Weil das Böse durch die Gottesfurcht zurückgedrängt wird. Weil falsche Verhaltensweisen zurückgedrängt werden. Weil wir nämlich in Respekt, in Wertschätzung, im Bewusstsein Gottes jeden Tag unseres Lebens leben. Ich lade dich ein, dich mit diesem wichtigen Thema Gottesfurcht weiter zu beschäftigen. Schau mal in deiner Bibel nach und du wirst sehen, Gott hat viel mehr für dich.